Hi und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider! Mit mir, dem Cracky. Es ist bald 3:30 in der Nacht und wir sind im Palast des Midas unterwegs. Und weiter geht's hier. Das ist schon der 11. Teil, Mama Mia. Palim, palim. Oh mein Gott, ich habe schon wieder oben diesen Ausschnitt, ne? Diesen Ausschnitt da oben. Jetzt ist er fast weg. Ist er weg? Ah, oh, Grafikfehler im letzten Video. Nein, das kann ich doch nicht verwalten. Speicher mal ab. Ich meine mich erinnern zu können, dass hier was ganz Tolles passieren kann. Midas. Was war Midas? Ist das auch wieder so ein Mythologie-Kram? Oder wie muss ich das verstehen? Anscheinend ist das hier schon eine riesige Figur. Eine Hand. Cool. Hallo? Kannst du da nicht hochgehen, Frau? Jump! Yay! Hä? Wie jetzt? Guck mal, Lebensenergie leer. Hä? Ich kenn's natürlich, aber ich wollte es euch mal gezeigt haben. Zeigen wir euch hier nochmal gucken hier. Zack. What the hell just happened? Na. Plong. Ich vergoldete Miss Croft. Zu einer Statue erstarrt. Wie, wie heißt die Freundin von Guybrush? Free. Vom Mr. Treibholz. Elaine, glaube ich, ne? In Monkey Island 3, da wird die doch auch zur Goldstatue. Ja, schön. Super. Toller Ballast hier. Tolle Hand. Klasse. Na gut, wir merken uns, hier war die Hand. Ich weiß nicht, was sonst damit auf sich hat, aber... Spannend, das ist auf jeden Fall. Da oben ist nichts. Und hier ist ja auch nichts. Das ist ja nur Sonnenaction. Hier, das ist ja auch zu das Gitter. Das ist dumm, ne? Alles dumm. Und dass man es einfach direkt hier nebenan mit einem Schalter aufmacht, das glaube ich eigentlich auch nicht. Also gehen wir mal wieder lieber zurück. Muss echt alle Augen offen halten. Alle Augen, alle drei. Mittlerweile sind es, glaube ich, tatsächlich nur noch zwei. So. Aber. Ich da unten eigentlich war, ich kann mal da noch nach tauchen? Nein. Über den Weg sind wir ja vom Kolosseum hier reingekommen. Gut, jetzt haben wir das Erdgeschoss durch. Jetzt können wir uns tatsächlich einmal in den Upper Level begeben und dort weitermachen. Ich habe diesen Level also überhaupt nicht mehr im Kopf. Klar erinnere ich mich ja an das ein oder andere Areal, dass ich das damals gesehen habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja genau, jetzt muss ich hier hin. Lege ich da den Hebel um, gehe ich dahin, tue ich dies. So, da ist schon mal eine Tür, die man aufmachen kann. Da oben sind wahrscheinlich die Logenplätze. Da kann man viel springen. Da ist noch eine Tür. Da ist ein Gitter und ein Schalter dahinter. Da komme ich nicht dran. Darüber komme ich da auch nicht. Kommt sie da hoch? Ist auch zu hoch. Auch so ist das, ja, ja. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigt bitte meine Müdigkeit. Kann ich den ziehen? Nee. Mensch, der setzt sich so ab vom Rest. Ich will mal an so ein Geheimnis finden, weil ich so aufmerksam bin. Aber nein. Ist voll die Jump-Sequence jetzt hier, ne? So frei nach dem Motto, hey, ja, heute schon gefrustet.
sind das für Geräusche? Was zur Hölle sind das für Geräusche? Das ist Feuer, ne? Feuer in der Ferne. War wieder so ein Monstersprung. Da liegt wieder Magnum Ammunition. Wird Zeit, dass ich die dazugehörigen Waffen mal finde. Ist übrigens schön, dieser Soundblaster DOS Sound, wie der mit seinen 8 mit seinen 8-Bit immer so am du grüne Neune, da oben sind 5 Schalter, wie er mit seinen 8-Bit halt so rauschend ist. Wenn ich jetzt normal springe, springe ich zu weit, also springe ich von hier aus normal. Richtig? Sehr gut. Komme ich da nicht schon rüber von hier aus? Na, wir gehen mal weiter. Springen mal weiter. Also dieses Feuergeräusch oder was auch immer das sein soll, das macht er in der wahnsinnig. Festhalten. Die Frau kann springen. Da hinten was liegt, man weiß es nicht, aber wie soll ich denn da hinkommen? Da komme ich nicht hin. Oben irgendwas. Niemand weiß, weil du da nicht hochkommst. Nicht zu weit springen. Jetzt nicht mehr, bitte. Okay, wir haben ja haufenweise Schalter. Da geht es runter. Betätigen wir diesen mal. Man weiß nicht, was sie tun. Ja, das ist ja große Klasse. Die Tür ist noch zu. Die Tür da ist auch noch zu. Haben wir sonst noch Türen von hier oben im Blick? Da hinten, ne? Ups. Ach, da unten ist auch noch ein Hebel. Ah, okay, der macht wahrscheinlich das Gitter auf, dass man hier dann nicht mehr durch die Gegend rennen muss wie ein Wilder. Ob es wohl verschiedene Schalterkombinationen gibt, um die einzelnen Türen zu öffnen? Zu. So langsam dämmert mir der Level dann jetzt auch wieder. Zu? Du bist auch zu, oder was? Du da hinten. Ne, du bist offen, ne? Und dann? Yay! Aua. Angriff! Hier. Dreimal Gold? Dreimal Gold muss da rein. Ich muss 3 Goldbarren finden. Okay. Ah ja, und hier ist dann diese Aussichtsplattform. Ne? Schrotflintenmunition. Munition für das Schrotflinte. Eingesammelt.
Hast du gut gemacht. Hast einen Hut gemacht. Das war bei Star Jeweled. Kostenlosen. Ja, StarCraft Fun Map. Kostenlos deshalb, weil man die auch mit der Starter-Edition von StarCraft 2 spielen kann. Okay, also dann ist das Final Destination da. Dann werde ich wahrscheinlich in den anderen drei Türen jeweils einen Goldbarren mir krallen müssen. Man merkt, die Ziele wiederholen sich doch ständig. Das Spiel hat seine Grundmechaniken, die werden ausgereizt. Es wird alles immer so ein bisschen komplexer. So, jetzt haben wir den Hebel noch dazu betätigt. Jetzt gucken wir mal, ob da sonst noch was da ist zu. Da ist zu, da ist auch zu, ne? Hm. Den noch runter. Da ist zu, da ist auch zu. Ist der jetzt offen? Man weiß es nicht. Ne, ist auch noch zu. Kann ich doch bestimmt wieder hoch machen hier. Zu. Verschwindet im Nebel da hinten. Blöde Tür. Zu. Dreimal unten, zweimal hoch. Machen wir alle mal runter? Jetzt los. Musik. So, jetzt haben wir sie alle unten. Zu. Ja, zu und zu. Bei uns Türen ist das so. Die ist auch wieder zu. Gut, dann machen wir mal den hoch. Und den hoch. Das sind keine Hinweise irgendwie. Darauf, wie die Hebel zu stehen haben, damit diese Türen aufgehen. Zu. Zu. Mhm. Dann machen wir den nochmal hoch, also nur die beiden äußeren nach unten. Zu. Der ist auch geschlossen. Das ist so ein Mist hier. Der ist wieder offen, ne? Also die beiden äußeren dann für den Ausgang. Dann können wir ja mal nur den mittleren runter machen. Wäre jetzt so mein Vorschlag. Zu. Und den hinteren sehe ich wieder nicht. Auch zu. Blöd, Mann. Ja, kann man die ja Wechsel machen. Auf zu. Oder zu. Gucken, ob dann was ist. Wie sieht's aus? Zu. Auch zu, ne? Tatsächlich. Was für ein blödes Ausprobieren. Das ist natürlich die Frage, müssen immer nur zwei unten sein? Irgendeine Bewandtnis würde es doch haben, dass man die hier von oben sehen kann, oder? Machen wir den nochmal mit runter. Leute, ich guck gleich ins Lösungsbuch. Ah, dankeschön. Tatsächlich mal eine Tür auf.
ohne Gewehr, dass ich mir das jetzt merken konnte, was ich da jetzt bisher ausprobiert habe. Aber immer nur zweimal unten haben, das ist natürlich nicht schlecht. Und ich habe links angefangen, also würde ich dann nachher weiter nach rechts gehen. Was ist dieser Feuerraum hier? Feuer! Da oben ist ein Loch. Voll die Säule. Voll der Pfeiler. Voll die Treppe hier. Ja, das war nicht der richtige Weg. Das hat mir jetzt nicht weitergeholfen. Deeper on the ground. Das war dann jetzt so. Das war jetzt der Stützpfeiler für dieses Monstrum von. Okay. Für dieses Monstrum von Säule. Lara Croft zieht den einfach mal raus. Mann, ist die Frau stark. I don't get it. Mother don't get it. Guckt euch das an, was hier passiert ist. Das ist unbelievable, oder? Voll verschüttet. Und gleich tun sich neue Wege auf. Hep. Daneben. Ärgerlich. Nochmal hoch. Go up again. Up again. So. Da aber direkt rüber geht nicht. Also Sprung auf, aus dem Stand dahin. Okay. Nee. Habe ich gerade auch schon gemacht. Ist zu weit. Warum? Warum ist das zu weit? Hilft es mir denn, dass ich dann da in Musik later wieder? Es muss klappen. Tres klappen. Man merkt halt sehr, wie komplexer die Levels werden. Also umfangreicher. Wenn ich bedenke, wie viele Räumlichkeiten wir jetzt hier in diesem Palast schon gesehen haben. Springen wir mal einen Pixel weiter hinten los und schon passt es. Was sagt's denn? Also ein Pixel, ein Schritt weiter hinten. Springen, festhalten, danke. Wohin jetzt? Darüber. Time's over. God damn it. Halt! Hammerzeit. Das war die 11. Folge mit Tomb Raider und mir dem Cracky. Ja, schaltet auch demnächst wieder ein, wenn's heißt. Sehr früh. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann wieder im neuen T-Shirt, neuen Klamotten und weiterer Rätsel-Action im Palast des Midas. Gute Nacht. Shoot him in the head. Kann man keine Kehrtwende unter Wasser machen? Die Folge kann ich schon Fail Raider nennen oder so. Oder?
History Raider. Oder zurück in die Zukunft. Oder spiel's nochmal, Lara. Irgendwie sowas.